Ist das nicht schön? So. Dann kriegst du hier noch dein Betten. Wir haben noch hier ein paar schöne Betten. Ne, wir nehmen das da. So, Stuhl hast du ja. Gartenbank, nö. Da einen kleinen Tisch. Obwohl, hier kriegst du noch Kommode hin. So. Nee, den Fernseher kriegst du jetzt nicht. Ach, hier wären die anderen Betten gewesen, genau. Ja, ein paar Hightech-Betten habe ich hier. Stühle, nö, hat sie ja. Container brauchst du, glaube ich, jetzt gar nicht. Ja, klar, ein Felsen am besten hier drin bei sich. Ja, klar. Eine Lampe kriegst du rein, Oma. So, das brauche ich noch, und zwar, wo sind denn meine ganzen Kabel? Da. Halt, wir können ja einen Kopf über machen. Leuchtet jetzt der da drinnen? Ja, super. So. Magst du dich wieder hinsetzen? Ey, jetzt drehe ich gleich ab, wenn die jetzt hier oben steht, ja? Nee. Ist sie nicht. Okay. Guck mal, ich kann noch ein Heft da reinpacken. Ein Heftchen. Nein. Diverses. Müssen mal ein bisschen hier entschlacken einfach. Geht ja nicht anders. So. Zack, das letzte Heft. So. Nein. Du gehst weg, du gehst weg. Ja, da haben wir doch schon was. Seht ihr? Wunderbar. Zack, wieder ein paar. Abgelegt. Sehr schön. Okay. Preston ist da, alles tutti, alles frutti. Okay. Die Mama sitzt da noch nicht. Warum sitzt? Ups, was? Ach, das war gerade ein Fingerknipser. Ist die Mama etwa hier auf dem Dach?
Gestorben ist er auch nicht. Ist sie jetzt etwa ganz oben? Also ich habe meinen Allgemeinhändler verloren, so wie es aussieht. Ah ja, genau. Wir können ja die Wackelpuppen ablegen. Da, bitteschön. Da, zwei, drei. Drei Puppen, die ich mit mir noch rumgeführt habe. Oh, fehlen mir noch vier, da haben wir sie. Ah ne, da oben sind ja auch noch welche. Ja, geil. Supi. Okay, weiter geht's. Halt, warte, 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 wartet, wartet. Waffenhändler ist da. Die Läden sind alle da. Also wir haben auf jeden Fall einen Bauer verloren. Also eine, die für Feldarbeit zuständig ist. Und eine. Und unsere Verkäuferin oben. Naja, gut zu wissen. So, dann ab wieder hier rein. Was denn? Was wollen die? Lass dir all die PS mal nicht zu Kopf steigen. Nein, mache ich nicht. Wie viel tragen wir denn jetzt überhaupt mit? Oh, wir haben aber ganz schön abgeschlackt. Also, das können wir wieder 70 mitschleppen. Gut. Okay, Daten. Sonstiges. Nein, bring die Blumen, das können wir machen. Sprich, na, Atomf. Nee, das wollen wir noch nicht. Ah ja, genau, den Saufkumpan können wir noch abgeben. Triff im. Achso. Triff die Gang in Ergrabung. Okay. Sprich mit den Siedlern bei Summerpreste. Ah nee, das sind ja die Siedler. Siedler. Ja, Curie, Mila, ist klar. Sprich mit Piper. Melde dich bei Paladin Dan. Okay. Und hör dir das Karawansignal an. Also, zack, haben wir schon mal die zwei Sachen. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal ganz fix nach Diamond City. Und fertig ist. Ach, bei. Oh, warum ist das so grün markiert? Stimmt ja, bei Diamond City haben wir noch da vorne auch noch so viel Zeug hingeworfen. Weil ich ja so schwer war, voll beladen war wieder. Stimmt ja. Naja. Mal gucken, wie wir da alles wegbekommen. So. Ha, da sind wir schon. Nein, keiner will mit mir sprechen. Hey, er spricht wieder ganz Hast du normal. Dieses Cool. Luftschiff gesehen? Wer ist die stählerne Bruderschaft? Und wieso ist sie hier? Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Hallo? Ich will nur meine Ruhe. Okay. Ist alles okay. So. Er kommt. Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Nein. Haben tagsüber geöffnet. Solomon. Hast du den Farn gefunden? Dürfte leicht zu sehen sein. Ja. Ich habe die Pflanze gefunden. Hier, bitte. Also gut, hier deine Bezahlung und ein paar Proben aus der Apotheke. Aber nicht alles auf einmal nehmen. Immer in Maßen. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Ah ja. So, jetzt hat er hier das alles so. Hast du gerade an deiner Hand rumgeschraubt? Gehen wir ab nach Piper. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Er hat vollkommen recht. Vollkommen. So. Ja, mein Stuhl.
Sieh einer an. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das, deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich? Entschuldigung, ich war gerade noch am Kaffee trinken. Von Anfang an, wir brauchen Hilfe. Dafür wird jemand bezahlen. Ich komme zu spät. Wo soll ich anfangen? Als ich herausstellte, dass Kellogg für das Institut arbeitet? Oder als er mir sagte, dass sie Sean hätten? Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Er ist tot. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja, war mir von Anfang an klar, dass er nicht still und leise verschwinden würde. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Würde es weiter tun. Würde es wieder tun, ja. Klar, natürlich. Mir ist egal, was er wusste. Ich würde ihn sofort wieder umbringen. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Das ist irrsinnig. Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Müssen wir doch wieder zurück. Was brauchen wir genau, Nick? Kelloggs Hirn. Ja, die Sache ist alles andere als sicher. Aber Dr. Amari kriegt es vielleicht wieder zum Laufen. Dann wissen wir, was er wusste. Machen wir mal sarkastisch. Ein scharfer Eisportionierer wäre gut. Das schaffst du schon. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Höhle der Erinnerungen. Muss ich sonst noch was über die Höhle der Erinnerungen wissen? Sie liegt in Good Neighbor. Ein kurzes Stück nordöstlich von hier. Sie heißt nicht umsonst so. Der Name ist Programm. Viele geben ihr letztes Hemd, nur um die schönen Momente ihres Lebens nochmal erleben zu können. Wieder und wieder. Aber nicht wir. Wir werden versuchen, tief in den Geist eines anderen einzutauchen. Wir können uns dort treffen oder zusammen dorthin gehen. Nick oder Piper mit? Ach komm, ich nehme mal Piper mit. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Also, Piper. Hauen wir rein. Gefährliches... Was? Gefährliche Gedanken? So, ja. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist.
Aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Probleme? Hi. Ja, hi. So, auf... Oh, ist gar nichts markiert. Sprich mit Dr. Amari. Ja. Jo, dann... Zack. Good Neighbor. Dafür haben wir die Schnellreise da. Müssen wir uns nicht durch die ganzen Horden durchquetschen und kloppen und prügeln und schießen und sonst was machen. Das Buch hatte ich noch gar nicht. Sieht aus wie ein Atompilz, ihre Frisur. Ja. Good Neighbor, was? Willst du Hai oder erstochen werden? Nee, das mit Erstechen, das hatten wir schon, wo wir reingekommen sind, gesehen. So. Alles so still hier. Okay. Sieh an, Mr. Valentine. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Ja, du gehst runter. Ich will mal ganz kurz hier so einen Freund vorbeischauen. Hey. Tut mir leid, Trout. Ich habe keine Verbesserung fertig. Okay, macht nix. Kein Ding. Ja, hier war ich schon. Eindeutig, ist ja klar. Echt? Hier ging das runter? Okay. Ist mir noch nie aufgefallen. Dr. Amari? Ja, warte mal. Ich kenne dich. Die Erinnerungsinduktion. Vault 111? Um was geht es? Ja, Erinnerung extrahieren. Kelloggs Gehirn. Nick erklären lassen. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren, oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben. Aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Ist das nicht irgendwie machbar? Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Hier bitte? Was? Wie viel von dem Gehirn brauchst du genau? Keine ermutigende Frage. Ich muss wohl mit dem zurechtkommen, was du finden kannst. Hier, bitte? Ich hab was? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Ist nicht kompatibel. Nee, wir packen doch nicht sein Gehirn in Nick hinein. Gehirn? Noch okay? Das Gehirn ist also noch in Ordnung? Möglicherweise. Es gibt keine Anzeichen von Zersetzung. Also schützt das Interface wohl das Gewebe. Es hält es mit irgendeiner Verbindung stabil. Ohne kompatiblen Port können wir aber nicht auf die Erinnerungen zugreifen. Du redest über mich?
Ich bin ein alter Sünd. Falls das Institut mich aus ähnlichen Teilen gebaut hat, könnte es klappen. Es könnte langfristige Nebenwirkungen geben. Von den Risiken ganz zu schweigen. Mir egal. Muss ich nicht hören. Stöpsel mich ein. Versau es nicht. Nee, ich möchte nicht, dass du dich anstöpselst, Nick. Ach, scheiße. Sagen wir danke, Nick. Ich warte noch. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Ich nehme lieber die Waffe in die Hand. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt.